Phoenix, how's it look from out there? Zeke are 300 deep at Greengold's house. We gotta hold for backup. He's dead if we wait. We gotta get him out now. Going silent. Willkommen zurück zu einer neuen superjiddischen Folge World War Z mit dem Jerusalem-Komplex und Greisel, der sich einen kleinen Malaka-Becher zum Mitnehmen bestellt hat. Ja, ich mag Früchte gern. Oh, hier sind ja. Alter. Ich glaube, wir haben hier gerade einen Blowy gemacht, Alter. Einen kleinen Blowy Hoey. Kleinen Hoey Blowy. Was sind das hier? Warum? Manche Kisten leuchten bei mir irgendwie. Ist das ja, jetzt bei mir auch. Jetzt habe ich auch so ein Leuchterli. Fähigkeit? Keine Ahnung, aber bei mir strahlen die Kisten in allen Farben. LSD nennt sich die Fähigkeit. Die LSD-Fähigkeit. Zombie-LSD. Alter, guck mal, wie sie hier wieder angewackelt kommen. Aber wir müssen uns hier irgendwie ausrichten und so. Ja, ne? Aber Vorsicht. Jude ist am Start. Ich stelle mir hier so ein Automatikgeschütz drum oder soll ich den da vorne hinstellen? Oh, hier ist ein Creeper. Oh. Hat er dich gelohnt? Ja, der hat mir voll auf die Glatze geklatscht. So, Automatikgeschützturm hätte ich schon mal hingestellt. Da ist noch mehr was. Kisten. Hier, genau da, wo du läufst, bei dem Kiosk. Ah. Oder was es sein soll. Ah ne, ist nur so ein Kontrollding. Okay, die sind jetzt wachgerüttelt. Maschinengewehr, die wollen deinen Malaka-Becher. Wie, hast du auf den Knopf gedrückt, oder was? Ja. Der wartet nicht mal, bis wir hier fertig sind. Ja, weil hier, guck doch mal, wie krass die KI ist. Die räumt auf. Wenn es hier um so einen Becher zum Mitnehmen geht. Boah, bei mir! Alter, Malaka-Boy! 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 Hey, der verreckt nicht! Ich bin umzingelt! Jetzt brenne ich auch noch! Der drückt mich immer wieder in die Flammen rein! Oh, ich hab Titangranaten geworfen! Boah! Alter, was geht hier ab schon wieder? Du brennst! Ich brenne, ja, mein Hintern brennt immer noch ein bisschen. Alter! Ich hab da vorne ein MG hingestellt, ne? Falls ihr eins braucht, so. Ja, würde ich mal rangehen. Aber im Moment, wo kommen die denn? Nur da vorne, oder was? Im Moment, ja, anscheinend. Jiddle-Zombies. Alter, wie sie abjiddeln. Alter, da wird gejiddelt. Alle dood? Nein! Zone ist dood? Nein, hier drüben sind noch mehr. Boah, ich brauche unbedingt hier mal so ein kleines Wässerchen, so eine Milch, die ich mir über die Hand schütte. Eine kleine Messermilch? Kommen hier noch welche, oder kommen die jetzt von der anderen Seite? Eine Mannmilch. Hier oben ist auf jeden Fall ein Screamer. Zeig mir deine Mannmilch. Zeig mir meinen Mannmilch. Alpha, enemy dispersed. Your route is clear. Toll, klar. Das war jetzt die Welle, oder das was? Das war jetzt die Welle, ja, easy. Ich glaube, wir müssen auf schwer hochstellen. Jüdische Welle? Nee, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das wird ja noch schwerer. Ah ja, sobald wir beide ein bisschen weiter sind vom Level, muss man schon ein bisschen anziehen. Aus Respekt den Zombies gegenüber. Ja, jetzt müssen wir aber zu Dr. Gringold, Alter. Rosengold. Rosengold. Rosenblatt. Dr. Rosenblatt. Dr. Goldschmandl. Dr. Goldschmandl. Mit seinem fitzen Kuppele. Dr. Goldschmandl. Alter. Wie die manchmal so dann fliegen. Ich find's geil. Besonders wenn die Körperteile abspreckeln. Das sieht immer so spritzig aus bei denen. Mr. Spreckler. Ey, warum stehen die denn? Manchmal stehen die einfach wieder auf. Achtung. Schlitz. Die wollen Gringold. Oh, Gasbags. Boah, die stankern mich richtig voll. Du musst die headshotten, dann stankern sie nicht. Tarngift. Boah, was ist hier los? Ich werd voll bedrängt. Irgendwo war noch ein Dicker. Ein Big Rim. Big Rimling. Mir geht schon wieder die Munition aus. Emma, womit schießt du? Ja, ich bin eben am Töten. Boah, Kreis. No more lurker. Alter, da wurde gelurkt. Mr. Wolf? Der sitzt halt immer irgendwo in der Ecke und lurkt, ne? Ja, die sitzen irgendwo immer rum und chillen. Hier waren irgendwie jüdische Relikte. Die wir natürlich brauchen, um das Wissen der Menschheit zu erhalten. Das Wissen der Menschheit. Naja, super Keiner wichtig. Braucht das. Klar. Ach, die Menschen haben schon genug gewusst. Guck mal hier. Schwupps. Boah, nice Heilung. On, guys, nachfüllen hier. Was ist das hier? In der Kiste ist noch irgendwas drin.
Sekundär. Ja, warum nicht, oder? Sekundär könnte geil sein. Meinst du? Was hab ich denn hier sekundär? Obwohl, wir machen einen Häuserkampf, ne? Das heißt, vielleicht nehme ich mal die Doppelläufige mit. Naja, deswegen. Achtung! Die swarmen hier ab. Wieso swarmen die? Was machst du? Ich hab mir eben gerade noch ein bisschen Milch über die Hand geschüttet. Alter, wie das hier aussieht. Hier stapeln sich ja die Zombies. Irgendwann müssen auch mal alle tot sein. Ne? Aber irgendwie kommen die... Irgendwo ist eine Zombie-Gebärmaschine. Ja, klar. Ey. Oh, oh, oh. Alter, ich wurde eben gerade gelurkt und Daniel hat den so schnell weggerotzt, den Lurker. Big Boy! Oh, 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 oh. Hilfe! Ich baller auf ihn rein, aber ich werde hier gerade zerkratzt. Boah, ich bin fast tot. This shit went sideways fast. Holy Macaroni. Da draußen ist wieder irgendein Screamer unterwegs. Da müssen wir wegholen. Boah, ich hab schon wieder keine Munition mehr. Alles weg. Alter, mach dich bereit, das Haus zu verteidigen. Wir haben noch nichts aufgestellt, oder? Nee, nee. Ja, super. Kommen die jetzt schon? Oh, 16 Sekunden. Ja, ich seh's. Shit, shit, shit. Ist hier irgendwas zum... Kompakte Schrotflinte. Mal mitnehmen. Ich habe noch eine automatische Schrotflinte gefunden. Ja, die habe ich auf dem Rücken. Was haben wir hier drüben? Hier ist noch eine Kiste. Ey, es geht los. Alter, und wir haben nichts, ne? Keine Geschichte. Nee, wir haben nichts. Warum nicht? Ich habe nichts gefunden bis jetzt. Schau nochmal hier draußen. Hold your ground! Oh nee, es geht los, Alter. Es geht los. Alter, ich muss mich auf jeden Fall mal heilen, weil wenn es jetzt losgeht, dann haben wir ein Problem. Boah, warum hauen die denn so fies drauf? I'm on a tear. Ja, weil die fies sind. Ja, aber die machen so asozial viel Schaden. Achtung! Ja, wird gelurkt. Da kommt ein Ugly Mother. Aber die sind hier ganz gut aufgestellt eigentlich. Dr. Rim kommt. Was? Dr. Rim? Ja! Wo will er denn hin, Dr. Rim? Was? Alter, oben? Was ist oben los? Gehen die durchs Glas? Ey, die Doppelläufig ist aber gay. Ja, aber was ist da oben los? Wo ist denn da? Alter, was? Ja, die kratzen sich hier durch. Alter. Doctor, you okay? I thought Doctor was dead. Wait for us, Doc. Dr. Mangold. Okay. Ich nehme mal hier einen sportlichen Sportkarabiner. Hier ist irgendwo ein Stinker gestorben und ich lade schon noch voll rein in seine Stinksuppe. Warum haben wir denn hier eigentlich gar keine... Wow, Kreis draußen! Schnell! Was ist da los? Ich werde gelurkt! Okay, I'm down. Bloody hell! Bloody hell! Bloody! Captain Bloody! Captain Bloody! Boah, Gottverdammt, sind das viele. Gottverdammt! Jo, Spenderle! Von der Seite kommt immer so angelutzt. Ja, die wissen genau, was hier läuft in dem Haus. Ich finde auch keine... wissen genau, was hier läuft. Okay, hier hängen die alle im Stacheldraht irgendwie drin. Ich brauche unbedingt noch ein bisschen hier. Geht eigentlich Munition auch für schwere Waffen? Leer sind, sind die leer. Boah, gibt's hier irgendwo noch vielleicht ein Salzstänkchen für mich oder sowas? Ein Salzstänkchen. Lunchcode? Ja, ich brauche jetzt was zum Lunch. Ich bräuchte auch so einen kleinen Lunch, kleinen Mittagslunch, so einen kleinen Malaga-Becher hätte ich gerne. So einen kleinen Malaga-Becher mit Nüsschen. So. Mache uff. At the consulate. Jetzt können wir hier noch umher wandern. Oh, jetzt müssen wir im Konsulat und ins Krankenhaus. Warum verteilt man die Dinger denn auch? Wer ist denn so blöd? Wer hat das entschieden? Wer hat das entschieden, dass es so blöd sein aus der Buchhaltung? Muss. Achtung! Ja. Oh! Immer kommen die da aus dem Nichts gesprungen. Ja, die kommen angelurkt. Ja,
Was haben wir denn hier Schönes? Sturmgewehr, ja. Kampfschrotflinte nehme ich mal. Die schippert schon gut rein. Gas Packs! Double Gas! Achtung, da ist irgendwo ein Jumper. Da stinkt jetzt alles drin, ne? Ja, da stinkt's jetzt erstmal ein bisschen. Da mieft's aber im alten Krankenhaus. Oder ist das das Konsulat? Oh, Alter, hier! Dicker, hinter uns! Wow! Alter, so da ist Alter! Was ist hier los? Ja, hier kommen voll viele von der Seite, ich bin fast down. Okay, ich muss mein Wässerchen jetzt nehmen. Ich hab aber mehr eins, Ey, irgendjemand ballert hier auf mich. Screamer, irgendwo muss ein Screamer sein. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nirgendwo. Vielleicht irgendwo drin. Ich gehe mal in die oberste Etage. Alpha, I've got limited... Heading upstairs. Nee, oben ist alles clean. Ah, ich habe den Koffer. Target located. One case gone. Doc, grab whatever you need. This won't take long. I'll be ready. Put the screamer down. Hier ist noch ein cozy Kisch. Irgendwas Geiles gefunden? Nee, ich dachte, Oh, shit! Bisschen HP wäre geil gewesen. Leute, kloppt den Typen da weg. Ist down. Alter, warum ballern die bei mich rein hier, Jeffrey und Evans? Das für Leute, die in einen reinschießen. Oh, noch ein Stinky. Schnell durch. Ja, keine Ahnung, die sind halt ein bisschen inkompetent. War oben nichts, keine Medipacks mehr oder so? Ich brauch dringend Energie. Komm mal her. Soll mal stehen? Hast du noch welche oder was? Ja, ich hab noch eins. We gotta shut him up! Miracle Cure administered! What took you so long? So. Oh, der hat aber ganz gut geheilt eigentlich. Ja, diesmal. Hab ich hier diesmal auch kräftig ins Skrotum rein. Dachte, es funktioniert besser. Ja, ein bisschen Skroten. Ich bin ein Mann, der schrotet und skrotet. One dead screamer! Schrot ins Skrot ja, nennt man das in Fachkreisen. Der lurkt hier. Er hat hier nichts zu lurken. Ja, war ein Lurky. Hier sind noch Granaten in der Ecke. Muss halt mal nach Sprengladungen auch Ausschau halten, ne? Die liegen ja auch rum. Ab und zu liegen ja auch Zombies auf dem Boden. Die tun nur so, als ob. Ja, die liegen da rum und denken, oh, Besuch. Hätte ich heute nicht mehr mitgerechnet. Na, dann fresse ich mein Hirn. Ja, mal so ein bisschen rein snacken. Ja, klar. Knusper. Heading upstairs. Ein kleines angebranntes Öhrchen knabbern. Nur so ein kleines angebranntes Öhrchen ist ja auch was Leckeres. Kinderohren sollen besonders zart sein. Und irgendwo ein Koffer gefunden? Ja, hier direkt. Du kommst direkt da raus, wo der Koffer liegt. Echt? Ich hab den nicht angezeigt. Steht bekommen. Auf dem Koffer drauf. Ist hier irgendwo ein Koffer. Hab ich nicht gesehen. Let's get back to base. Weißt du, meine Tochter hat letztens hier, kennst ja vom, gibt's ja beim Bäcker und so hier in Bayern jetzt nicht so unbedingt viel, aber diese Schweineohren, ja. Ne? Diese gekringelten Dinger. Ja. Und ich hatte so ein Ding gekauft, im Netto so ein Ding geholt und hatte das hingestellt so. Und meine Tochter sagt, Papa, was ist das? Ich sag, das heißt Schweineohren. Sie hat mich angeguckt so, Papa, bist du dumm? Weißt du so? Bist du hast du mal gesehen? Hast du mal gesehen, wie Schwein aussieht? Weißt du so? Ah, hat schon von dir gelernt. Bist du oder was? Sag Papa, nein, das ist doch kein Ohr vom Schwein. Ich sag, doch, das heißt so. Nein, aber Schweineohr sieht anders aus. Weißt du? Ich sag, ja, aber... Ah, erklär das dem Kind. Du bist du. Ah, bam. What, von der Seite? So Elektrozaun. Alter, leck mich hart. Wer ist denn hier? Mann, es. Die wollen alle an deinen Malaka-Becher. Echt, das ist meiner. Das ist aber der letzte auf der ganzen weiten Welt. Der letzte Malaka-Becher weltweit. So, eskortiere den Green Gold. Der Greeny Gold? Der Greeny Gold, ich hole mir nochmal Moon. Ja, hier nochmal schön reinlangen. War nicht in der Küche? Sie alle hier stehen. Mets? Hier waren doch mal welche. Ja, Maddies. Ach so, ich dachte, hier Pets-Spender. Mäßig. Ja, so ein Pets-Spender. Heißt die eigentlich Pets oder Pets? Keine Ahnung. Das ist so, ich glaube, das kann man umgangssprachlich verwenden, wie man will.
Wahrscheinlich heißen die P-E-Z oder so. Weil bei uns hat man immer Pets-Spender dazu gesagt. Phoenix, ja, ja. Ja, ich komme aus dem Pott. Da hat man immer Pets-Spender gesagt. Da gibt immer was Auto, ein Pets-Spender. Ja, ja, gib dem Jungen mal einen Pets-Spender, dann hält er den Schnüss. Hält er den Schnüss. Voll als Kölner, ne? Oh oh. Oh oh. Gut, komm, gib mir doch mal jetzt endlich das hier. Oh oh, oh oh, Party! Die Partybande. Könnt ihr mich ein bisschen covern? Könnt ihr gerade zusammengewichst? Ich kann nicht loslassen! Wie, du kannst, hey, wer schießt denn auf mich? Loslassen. Oh Gott, hinter mir ist ja noch eine riesen Armee! Ich bin down, ich bin down. Ich bin auf jeden Fall down. Stehst du noch? Ja, jetzt, aber hier, guck mal, ich hab nix. Nix hab ich. Ja gut, aber du bist ja nicht down. Ich dachte, ich wäre down. Es war ein Wunder, dass ich jetzt mich irgendwie noch rausgejiggelt hab. Ich hab Tarngas geworfen. Da hat er wieder so ein Dance gemacht, der Lurk Dance, ey. Tiny Lurker. Wer braucht denn eine Armbrust? Was haben wir denn hier eigentlich noch? Oh, hier ist Heilung, endlich! Dieses Ballpappgewehr ist doch bestimmt auch gar nicht so schlecht, oder? Gut, ich habe jetzt hier gerade eine Kampfschrotflinte und bin sehr zufrieden. Oh, ich glaube, ich nehme mal hier den MLG mit. Wie auch immer. Oh, hier greifen wieder Gelbwesten irgendwie an. Ja, ja, ist wieder so ein Gewerkschaftsding. Es ist wieder so ein Gewerkschaftskampf hier. Boah, guck mal, dang, hier, wie sie hochkommen. Alter! Oh, die wollen da hinten an den Heli. Ja, müssen wir verteidigen, müssen wir verteidigen. Ich glaube, die nicht kriegen. Da hängt einer am Boden irgendwie und wird gegessen neben dir. Was? Ja. What? Ich habe mich so auf den Heli konzentriert. Achtung. Ja, ist der Doom oder was da hinten? Ist der Doom? Oh Mann, ich habe extra Tarngas geworfen, ey. Trotzdem hämmert er mich down. Hab ihn. Achtung, da kommt eine Rothaarige. Richtig mies. Ich konnte mich gerade irgendwie nicht bewegen. Warte, ich hol den Typen. Auch im Dreck. Ja, aber das hier ist unser Missionsziel, deswegen hole ich den zuerst. Ja, da hinten liegt irgendwie ein Freund von uns im Dreck. Keine Sorge, Sozial Joe ist ja da und rettet dich. Ja, genau. Wird alles gut, mein Sohn. Wird alles gut. Wie gesagt, ich habe das Missionsziel gerettet, ne? Damit wir nicht nochmal neu starten müssen. Ja, nochmal neu starten müssen. Welches neben Keith schon komplett zerlegt wurde, während er da steht und sagt, ich habe das nicht angezeigt bekommen. Da kann er am Ende der Runde wieder sagen, ich bin auf Platz 1. So, dafür schnapp ich mir den Verbandkasten. Ich weiß nicht, ob ich Platz 1 bin. Hier liegt noch eine Sprengladung. Hier liegen nicht viele Sachen. Aber hier wird schon wieder jemand gekratzt. Achtung, komm mal hier. Schleicher. Platz 1 ist mir doch sowas von egal. Ist er nicht. Ist er nicht. Ich will Platz 1 sein. Nein, ist mir egal. Das müsste ich immer gewinnen in Spielen. Können wir hier irgendwie eine Sprengladung noch irgendwo ansetzen? Weil vielleicht oben irgendwo, da sind wir runtergejumpt. Ja. Naja, ich schnapp mir mal hier einen Koffer. Hochspannungsnetz. So, das ist so ein Hochspannungsnetz, ist doch was Feines. Wo platziere ich das, ist die Frage. Ich stell's mal hier hin. Hier ist noch ein Hochspannungsnetz. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich hier irgendwie um Verteidigung kümmert, während die anderen... Oh, Hauptsache, keiner klaut mir Loot. Was? Mein Loot. Und eins brauche ich noch hier. Ja, aber ich glaube, dafür werden ja die ganzen Verteidigungssachen auf dein Konto geschrieben. Das ist mir eigentlich egal. Na, sag ich mir, ist es auch egal. Hier ist noch so ein Stinker. Oh, genau in meinen... Ich brauche noch Tarngas. Oh, Tarngas finde ich gar nicht Freunde. So geil. Hier kommt der super Abenteuerclub. Wer schießt mir denn immer in den Rücken? Ja, ich war eben gerade vor dir. Screamer da oben. Ist down. Aua, Alter, es gibt's doch nicht. Ich gebe mehr Friendly Fire Damage als alles andere. What? Hier unten die ganze Bande ausgerottet. Oh oh. Bin fast tot, Freunde.
geht's nicht so gut. Nein, er hat mich! Leute, boah. Er ist down. Hier die Granaten holen. Gib mir mal ein bisschen Deckung, dann heile ich mich schnell. Ist er wieder frisch, der Mann? Dank Männermilk. Dank Mannmolk bin ich wieder frisch. Wozu stelle ich eigentlich dieses Netz da auf? Ja, wenn er im Endeffekt, wenn die Zombies dann da drüber hüpfen. Hier ist noch einer hinter euch, Freunde. Ja, ein paar bleiben schon drin hängen, also ganz unnötig ist es nicht. Aber die Zombies sind halt auch randvoll mit Mannmjolk. 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 So, Hubschrauber ist verteidigt. Mangavensaft nennt man das auch. Mangaven. Was, wir wollen wirklich schon gehen, aber es sind noch so viele Zombies, die man töten kann. Och, Alter. So viel Untotes. Warte, ich will noch einmal diese fette Sniper testen, die habe ich noch nie gesehen. What? Die explodiert? Ist ja, ja mega. Ist doch so ein Standort-Dingsbums-Gewehr da. One dead screamer. Hurry up! Das ist schon geil. Das ist schon geil. Schade, dass hier keine Pyramide mehr ist, wo man reinfurzen kann. Reinfurzpyramide? Everybody okay? Ah ja, du weißt schon, Pyramide, unten furzt du rein, oben macht's... Naja, die Zombie-Pyramide, die zerplatzt doch dann oben so schön immer, wenn du denen den Boden wegziehst. Pyramiden eben, Zombies machen Pyramiden. So, da sind wir schon angekommen, im alten Jerusalem. Im alten Jerusalem. Die Jerusalemaner wissen auf jeden Fall jetzt, dass wir da sind. Ja, wir retten die ja, wir sind ja die Guten. Denke ich mal. Keine Ahnung, oder wir sind böse, ich weiß es nicht. Das weißt du eben ja gar nicht. Vielleicht gehört uns, vielleicht gehört ja auch Zombies der Planet und ich weiß nur eins. Erster. Cool, wow, Wahnsinn. Überlebenskünstler ganz schlecht. Ja. Wenn du dann demnächst wegen Artikel 13 Bewerbungen schreiben musst, würde ich das auf jeden Fall dann eintragen. Das schreibe ich definitiv da drauf. War erster in World War Z. Oh, schön. Gut gemacht, Herr Kiestor. Was habe ich bekommen? Magazin-Akrobat. Oh, der Akrobati. Die Kampfschrotflinte war eigentlich ganz gut. Hat mir gut gefallen. Hat schon Spaß gemacht mit dir. Ich bin der Bastler. Ja gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst meine Bewertung da. Gönnt mal, wie man so schön sagt. Gönnung. Lasst Gönnung da. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Pui.